Wir sprechen Fußball, der Stammtisch-Talk. Der offizielle Stammtisch zu allen Themen rund um die UEFA Euro 2024 in Gelsenkirchen. Aus den Szenekneipen unserer Stadt. Es ist soweit Stammtisch Nummer 5 oder wie sie hier auf Schalke sagen 04 plus 1. Und der erste mit Pott. Ja, da ist das Ding. Der ist gerade auf der Trophy-Tour. Und da haben wir gesagt, jo, nehmen wir, können wir heute Abend gut gebrauchen. Ne? Also, da ist der erste Star des Abends. Tja, und zu Gast sind wir hier bei Charlies Schalker. Heutzutage geführt von seinem Enkel Peter Neumann. Und wir haben Gäste dabei, die muss ich fast gar nicht vorstellen. So bekannt sind die auf Schalke. Wir haben Julia Zimic, die deutsche Meisterin ist und Pokalsiegerin, vierfach sogar. Expertin bei The Zone und bei Sky. Ja, und als solche. Das geht zusammen, beide, ehrlich? Scheinbar. Nur die Guten. Ja, und die dir haben sie immer gesagt, du darfst nur bei einem. Ja, ne? Stimmt, deswegen. Aber die richtig Guten, die können sich das aussuchen. Ja, ja. Genau. Als gebürtige Nürnbergerin und FCN-Fan hast du natürlich auch eine kleine Beziehung zu Gelsenkirchen und zum S04. Soll ich mich jetzt bedanken oder soll ich mich entschuldigen für Samstag? Ah ja, stimmt. Ich glaube, ich bin heute gern gesehen hier auf jeden Fall, ne? Ja. Tut niemandem was. Sowieso. Wir freuen uns auf Hannes Bongartz, in den 70ern Mitglied einer der besten Schalker Mannschaften aller Zeiten, die frisch nach vorne gespielt hat, 1000 Tore geschossen hat, so ungefähr. Wie immer in Bundesliga-Zeiten, leider am Ende nur Vizemeister wurde, ne? Damals am letzten Spieltag, aber trotzdem habt ihr uns ganz viel Spaß gemacht. Du warst der Spielmacher, die Nummer 10, der Spargel-Tarzan damals, ne? Ja. Damals. Damals, seinerzeit. Nationalspieler, EM-Teilnehmer, sogar im Finale. Ne? Reden wir nachher drüber, weil du hast den vor Uli Hoeneß geschossen, den Elfer. Wir wissen alle, welchen wir meinen. Last but not James. Uli Potowski. Schön, dass du da bist mit deinem Koffer voller Anekdoten. Und ich glaube, du hast mehrere davon. Wahrscheinlich brauche ich nur zu sagen, pack mal in den. Und dann kannst du uns 1000 Sachen erzählen. Bekannt natürlich als Gelsenkirchener, Schalker. Und dann wurdest du Journalist. Ne? Ja, und dann kam ungefähr RTL. Und so. Ja, ich meine. Ja, ist alles richtig, was ne? du erzählst. Ja, ja. Genau. Gebürtiger Schalker, was ja auch ein schweres Schicksal ist. Aber ich habe es überall in der Welt erzählt. Und auch mit einem gewissen Stolz. Auch jetzt noch. Ja, schön, dass ihr da seid an diesem Ort, wo man so viel Schalker Geschichte sieht. Jetzt, Julia, du als junge Nicht-Schalkerin, was sagt dir der Name Charlie Neumann überhaupt? Wenig. Ja, wenig. Ja. Okay, dann wirst du jetzt was. Ich lerne heute und nehme einiges mit. Genau. Denn Charlie war, ja. Seele. Hieß Seele. Mannschaftsbetreuer hieß er. Er war Präsidentenflüsterer. Er war Fantröster. Fan-Animateur. Ne? Er war einer, der alle umarmen konnte und einer, der ja wirklich ein Unikum war. Manche haben gesagt, er ist ein Faxenmacher, aber die haben ihm nicht ganz recht getan. Damit tut man ihm auch nicht recht. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ihn ja oft getroffen, oft erlebt und nach außen hin ist es manchmal ein bisschen schwer in der Darstellung gewesen. Das stimmt schon, weil er jemand war, der wirklich, es gab mal natürlich einen Abstieg von Schalke. Und da hat jemand geweint, bitterlich geweint. Diese Bilder sind ja wirklich um die Welt gegangen, wie Charlie den in den Arm genommen hat. Dann hat er auch geweint und gesagt, Junge, wir steigen wieder auf. Und er hat recht behalten, das ist das Schöne. Das war Charlie Neumann. Und du hast ihn ja noch näher erlebt, nämlich als Spieler, als Teil der Mannschaft, die er betreut hat. Was hat ihn da denn ausgezeichnet, Hannes? Was sind die Sachen, die man mit ihm verbindet, wenn man so nah dran war? Ja, ich muss fast sagen, er war wie eine Mutter zu den Spielern. Also er hat alles gemacht, was sie wollten und hat sich vor allen Dingen um die jungen Spieler sehr viel gekümmert. Geht nicht, gab's nicht. Charlie machte alles. Er war für jeden da, rund um die Uhr. Und ich hatte sowas ja noch nie erlebt, als ich von kleinen Wattenscheid hier jetzt ja vor 50 Jahren nach Schalke kam und was er aufgezogen hat,
Das war phänomenal. Du brauchtest keine Geschäftsstelle, wie das heute normal ist. Du hattest Charlie Neumann. Egal, was es war, in schwierigen Sachen, in schönen Sachen. Er war immer dabei und für jeden rund um die Uhr da. Und das ist wichtig in so einem Club, solche Leute zu haben. Jo, der hat ja die Waschmaschine besorgt, wenn er eine braucht ist oder wenn er ausgefallen ist. Die ganze Wohnung eingerichtet. Der hat Klaus Fischer die Karriere gerettet, ne? Nach dem Beinbruch. Als das nichts wurde und wer weiß, wie lange sich hinzog, hat er den irgendwann einfach ins Auto gepackt, ist nach Saarbrücken zu Professor Hess gefahren und hat gesagt, so, der guckt sich das jetzt an, damit das wieder in Ordnung kommt. Und der Klaus ist ihm bis heute und bis ans Ende seiner Tage dankbar. Ne? Ich glaube, davon gibt es einige in Schalke, die den Charlie kannten, die dankbar sind, was er für alle getan hat. Und ja, er war nicht immer einfach, das muss man sagen, in gewissen Situationen. Aber für die Jungs, er sagte immer, meine Jungs, da gab es nichts anderes. Da konnte auch mal ein Präsident Oskar Sieber eine andere Meinung haben. In dem Moment war der Charlie der Präsident bei uns. Das war so. Und er hat immer geholfen. Das ist Wahnsinn. Und seine Kinder, ich sehe auch noch Peter, der auch Fußball gespielt hat und bei uns dann auch mal mit trainieren durfte. Also das war so eine Verzahnung. Ich sage Familie und er war die Mutter. Ja. Das war so. Und was er alles für die Spieler getan hat an Sachen, die man gar nicht erzählen sollte. Alleine was er an Unannehmlichkeiten, wir sind ja hier von der Stadt Gelsenkirchen, ne? Aber was er hat er auch noch geregelt in der Stadt. Ob es mit dem Auto war oder so mal nebenbei irgendwelche Sachen. Was habt ihr, denn da verbrochen? Das interessiert mich jetzt. Ja, sollte man schon erzählen. Alles hat einmal in 20 Jahren falsch geparkt. Ach so. Ja, genau. Oder ja. Mehr kann es nicht geben. Oder mal zu schnell die Kurt-Schumacher-Straße aufgerast. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und er hat eben, manche hat ihm vorgeworfen, er hat immer nur Faxen für die Kameras gemacht und hat nur den Fans sich zugewandt, wenn eine Kamera da war. Das ist völliger Quatsch. Also es gibt 1000 Geschichten. Damals, als er gestorben ist, sind im Internet ist aufgerufen worden, erzählt eure Geschichte mit Charlie. Und da gab es hunderte Geschichten, wo er Leuten Geld gegeben hat, Tickets gegeben hat und, wo keine Kamera dabei war. Ne? Wo einfach, weil er gemerkt hat, oh, da braucht einer was. Leute, die bei Auswärtsspielen gestrandet waren, ne? keine Knete mehr hatten. Charlie hat die Rückfahrt bezahlt. Ne? Oder einfach mal irgendwie, wo bist du Samstag? Weiß ich noch nicht, du bist im Stadion. So, Ticket. Ne? Ja, solche Geschichten sind mir auch passiert, aber ich bin ja der Moderator und ihr sollt erzählen. Ne? Nein, Julia, das ist alles aus einer anderen Zeit. Vorstellbar für dich, dass es heute in den Vereinen noch einen gibt, der so ähnlich handelt wie unser Freund Charlie Neumann? Ihr hattet in Wattenscheid ja auch so einen wunderbaren Menschen, der alles zusammengehalten hat, der Herr Steinmann, der auch ja einfach jeder, der hier im Ruhrgebiet mit Fußball groß geworden ist, der kann sich an ihn erinnern, wer schon ein bisschen älter ist. Hattest du mit ihm auch noch zu tun? Mit Herrn Steinmann? Ja. Oh, sehr viel. Viele sagen ja, er war wie mein Vater oder Ziehsohn, so diese Sachen. Aber er war einer nicht nur für den Fußball, für den Sport. Erstens, viele dachten, Profifußball, das ganze Geld in den Profifußball überhaupt nicht. Er hat Stück für Stück gearbeitet. Er hat TV Wattenscheid 01 dazu gemacht, was der Leichtathletik-Club heute ist. Schwimmverein, alle Vereine unterstützt. Aber was ich dort, weil ich auch noch in der ersten Zeit, als ich von Bonn nach Wattenscheid kam, auch in der Firma gearbeitet hat, was er für die Leute hier im Ruhrgebiet alles getan hat. Nicht nur Arbeitsplätze. Er wollte nicht raus. Er hat das ja am Ende von seiner Firma teuer bezahlen müssen, als er nicht diese Auslandsproduktionen gemacht hat wie andere, obwohl sie gesagt haben, sie müssen das machen, ausgliedern daraus, sie halten das nicht und deswegen nachher auch der Verein nicht mehr zu halten war. Aber das hat er nicht gemacht, weil er das den Leuten nicht antun wollte. Mir war es ganz wichtig, an diesen Mann auch mal zu erinnern, weil ich ihn so oft getroffen habe. Ein wunderbarer Mensch. Julia, Entschuldigung, wenn ich mal deine Rolle ein bisschen übernehmen darf. Ja. Sagt dir, er hat mal eine eigene Währung gehabt, die Bongartsmark. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Schwierig, ja? Komme ich nicht drauf. Nein. Ja, hier gab es einen Präsidenten, der hatte plötzlich immer mal eine fixe Idee.
Weil es war so die Zeit, genau vor 50 Jahren jetzt, wir hatten einen riesen Lauf in Wattenscheid, auch ich persönlich und Schalke, eine große Mannschaft und die Fans, wie sie eben sind, die einen guten Verstand für Fußball haben, vielen Dank, die haben gesagt, wir wollen gerne diesen kleinen Blonden haben da. Und der Präsident, ja, wir haben ohne Moos nichts los, wir können nicht, wie sollen wir es machen, hat er eine fixe Idee gehabt. Er hat gesagt, wenn ihr den haben wollt, legt zusammen. Dann legt zusammen. Ja. Und dann hat er hier Parkstadion, 70.000 Leute, Stehplatz 1 D-Mark, Sitzplatz 2 D-Mark und dann war das Geld nachher schnell zusammen, ne? Und nur, was das Schöne ist, der Hannes hat mir heute 2 Mark zurück. Ja, genau das wollte ich jetzt gerade sagen. Der Leidtragende war ich ja nachher. Wenn ich hier durch Gelsenkirchen gehe, über die Bahnhofstraße, kommt jeder, ich kriege noch von dir 2 Mark. Ich habe nachher... Selber bezahlt, oder? Ja, das ist ja ein Stammtisch hier, also Prost. Prost, jawohl. Ja. Zum Wohlsein. Nicht vergessen. Ja, ist einiges Relevantes passiert in den letzten Wochen zum Thema EM. Ne? Zum einen sind die letzten Playoffs gespielt, die letzten Gegner ermittelt. Einer davon kommt auch nach Gelsenkirchen. Also Georgien. Ne? Ist ja klar. Georgien gegen Griechenland. Ja? Und dann ist natürlich Georgien nach Gelsenkirchen gekommen, wo sie dann gegen Portugal spielen werden. Ne? Ja, aber da können wir vielleicht gleich drüber reden. Aber viel wichtiger ja aus der Sicht der deutschen Fans, Deutschland hat Fußball gespielt und gewonnen und gegen Frankreich und Holland, also gegen echte Gegner. So, was ist denn jetzt los? Ist das schon der Stimmung Umschwung? Ist das schon Julia, du bist der doch Ticket, dran auf dem wir... Ja. Du musst doch Bescheid wissen. Nein, Lothar glaubt eh total an die deutsche Mannschaft. Ja, so ist er. Er sagt immer schon vor den beiden letzten Länderspielen. Das ist, glaube ich, immer... Da hat er ja schon vorher den Glauben, den Optimismus gehabt, hat er ja auch immer öffentlich kundgetan, dass er an die Qualität der deutschen Mannschaft auf jeden Fall glaubt. Und glaubt, sein Lieblingsspieler über die nächsten Jahre wird Jamal Musiala sein und bleiben. Florian Wirtz, glaube ich, ist direkt dahinter. Und ich glaube, wenn man die letzten beiden Spiele sieht, ich habe eins davon live gesehen gegen Niederlande in Frankfurt, das macht Lust, Euphorie. Ich glaube, die waren sehr wichtig, die beiden Spiele, dass man auch einfach so... ja, Lust auf diese EM bekommen und dass es auch wieder unter positiven Vorzeichen steht und dass man nicht immer nur, und wir sind deutsch und wir sind kritisch und gerade mit der Nationalmannschaft sehr kritisch, aber dass man sich irgendwie auch mehr freuen kann, als dass man Angst und Bange haben muss und sein muss vor den ersten Spielen und vor dem Erfolg, weil jetzt hat man irgendwie in erster Linie Vorfreude und Lust, dass es endlich losgeht, weil jetzt eben die letzten Spiele einfach auch sehr, sehr vielversprechend waren, aus meiner Sicht. Wir hatten keine Mannschaft, die zusammengespielt hat, wobei ich nicht so glaube, dass es vom Willen her kam, sondern davon, dass das Mittelfeld einfach nicht stimmte. Wir sind ja von jeder Gurkentruppe ausgekontert worden nach Lust und Laune. Ja, wie würdet ihr dieses Mittelfeld bauen? Also zuletzt hat es ja ganz gut funktioniert, glaube ich, mit Andrich und Groß. Und ich glaube, das hat ja Julian Nagelsmann auch gesagt, am Ende brauchst du ein Profil für die Mannschaft, die gut zusammen funktioniert und vielleicht ein bisschen weniger Kreativität. Ich war auch ein Zehner. Ich wünsche mir auch immer viele gute Fußballer auf dem Platz, die zusammen schickst du raus und dann spielen die Fußball. Und dann kommt eins zum anderen und dann kann man auch so einen Lauf gar nicht stoppen. Aber du brauchst eben auch diese Worker, nennt das ja, die Harten, die dazwischen knallen und vielleicht auch gar nicht die große Bühne brauchen, sondern so ein Robert Andrich, Pascal Groß hast du angesprochen. Da gibt es vielleicht noch ein, zwei andere, die das auch noch könnten, die sich auch nicht zu schade sind. Ich glaube, Argentinien hat es vorgemacht mit Rodrigo de Paul. Extrem wichtig ist für so einen Messi dann auch wieder, dass er diese Bühne hat, dass er seine Momente haben kann. Und da brauchst du eben, glaube ich, eine gute Zusammenstellung. In Deutschland war immer gut, wenn sie eine gute Mannschaft hatten, die zusammengehalten hat. Ich hatte vor 2 Jahren mit dem einen oder anderen ehemaligen Nationalspieler von der WM-Truppe 90 ein bisschen was zu tun. Und da haben sie auch gesagt, da waren sie auch nicht personell die beste Mannschaft. Aber sie hatten immer eine Mannschaft, die zusammengehalten hat. Was Julia gerade sagte, stimmt sehr vieles.
auch die Ansprache vor einer Mannschaft, wie damals 90, wenn der Franz kam, das war eine Lichtgestalt. Wie der über den Platz gegangen ist, nahm wir emsig, der hat die Hände in der Tasche und für den war das eine Ausstrahlung, das war selbstverständlich. Super Überleitung, weil ich wollte nämlich jetzt mal ein bisschen über deine Karriere reden, über den Weg, den du genommen hast, bis du jetzt da auf der einen Seite an der Linie stehst bei den Fernsehsendern, auf der anderen Seite aber auch als Co-Trainerin. Du hast angefangen mit 5 zu kicken und warst offensichtlich sehr ehrgeizig, weil du auch eine Doppelspielmöglichkeit hattest bei Jungs, ne, in Jungsmannschaften. Wolltest sofort ran und dazwischen hauen, oder wie können wir uns das vorstellen? Ja, nicht ganz richtig. Also ich hatte keine Doppelspielmöglichkeit, ich hatte nur die Möglichkeit, bei Jungs zu spielen. Es gab keine andere Möglichkeit, es gab keine Mädchenvereine zumindest von der flächendeckenden Infrastruktur, dass man sich überlegen konnte, gehe ich jetzt zu denen oder vielleicht auch zu denen, sondern da gab es erstmal im Umkreis von 30, 40, 50, 60 Kilometer gar keine Mädchenmannschaft. Deswegen als junges Mädel Fußball zu spielen, musste man die Hürde nehmen. Na gut, dann spiele ich halt mit den Jungs, was Fluch und Segen zugleich ist, weil man lernt, sich durchzubeißen und von klein auf zu behaupten, weil sonst spielst du halt nicht mit. Und dann geht es auch nicht nur um Verein und dass man da aufgestellt wird, sondern man spielt ja irgendwie auch den ganzen Tag Fußball, so war es auch bei mir. Dann spielt man in der Schule und nach der Schule und vor dem Training und irgendwie auch schon wieder nach dem Training. Und da, auch da spielt man nur mit Jungs. Und das war bei mir immer so, ich weiß noch, ich habe, glaube ich, das erste Mal bittere Tränen geweint, als ich bei Mädchen spielen musste. Das war für mich ganz furchtbar, weil ich einfach mit meinen Jungs Fußball spielen wollte. Ich kann das gut nach. Das ist ja frauenfeindlich. Ja, total. Ich war total frauenfeindlich scheinbar. Aber ich kannte es nicht anders. Aber denen hätte ich mal gezeigt, wo ich herkomme. Dann, ne? Das ist ja. Und dann kam neben dem Talent irgendwie auch in erster Linie der Ehrgeiz dazu. Und ich wollte unbedingt Fußballerin werden. Und ich habe damals auch die ganzen Tor der Woche und Tor des Monats und Laola und hoch und runter alles angeschaut. Und dachte, bis ich 12 war, ich spiele auch irgendwann in der Männerbundesliga, weil ich unbedingt da spielen wollte, was ich eben auch irgendwie wöchentlich gesehen habe und bin in einer Fußballfamilie groß geworden, haben wir schon gesagt, eingangs Clubfans und war viel im Stadion, habe mich auch jeden Samstag und Sonntag drauf gefreut, mit meiner Nürnberger Bratwurst einzulaufen und den Club anzuschauen und das war für mich das Allergrößte. Und da denkt man auch als junges Mädel nicht drüber nach, ist es jetzt eher was für Jungs oder für Mädels. Ich habe dann schon schnell festgestellt, dass es viel mehr Jungs irgendwie um mich herum gibt, die gleichen Interessen haben als Mädels. Aber man musste sich da halt irgendwie durchbeißen. Und mir hat das eher Spaß gemacht, als dass es mich gebremst. Kann auch andere Gründe haben. Also. Aber. Welche denn? Ja. Mit 8 oder 9 irgendwie nicht. Nein. Aber was für eine schöne Karriere. Ja. Und jetzt steht sie neben Lothar Matthäus. Ja. Für Lothar eine schöne Karriere. Natürlich. Aber er schneidet sie, er hat noch keinen Ball rübergespielt. Stimmt. Naja, verbal schon. Ja, ne? Sehr viele. Ich meine, du hast immerhin so einen Ehrgeiz entwickelt, dass du aus dem schönen Nürnberg in dieses München gegangen bist. Ja. Zum Fußballspielen. Es hat keine anderen Möglichkeiten. Doch, es gab den ersten FC Nürnberg, die Frauen, aber die hatten eigentlich keinerlei Ambitionen. Und dann bin ich eben mit 15 Jahren, glaube ich, war ich das erste Mal, als ich zu Bayern München dann ins Probetraining gegangen bin. Und dann gab es die Überlegung, gleich mit 15 dahin zu wechseln. Und ich wollte unbedingt bei den Jungs weiterspielen und habe dann noch ein Jahr B-Jugend quasi gespielt mit den 16-Jährigen. Und die mich vorhin stehen haben sehen, haben vielleicht auch gesehen, ich bin nicht die Allergrößte. Und die Jungs waren dann irgendwann ausgewachsen und dann hat dieses eine B-Jugendjahr ausgereicht, um zu sagen, okay, jetzt muss man irgendwie den Sprung machen und nehmen und zu den Frauen gehen. Und das war natürlich auch ein Sprung, kann man sich vorstellen. Ich war dann 16 und körperlich vielleicht auch noch nicht ganz ausgewachsen. Und dann waren das halt irgendwie 30, 35-jährige Frauen, eine Birgit Prinz, kennen die meisten vielleicht auch noch von der Statur. Ich glaube, einmal habe ich mich an ihren Rücken gehängt und sie ist einfach weitergelaufen, bis sie mich abgeschüttelt hat, wie so ein kleiner Rucksack. Das war natürlich auch rein körperlich, dann Bundesliga zu spielen mit knapp 16 Jahren war auch damals schon eine Herausforderung, aber die Möglichkeiten, es gab keine anderen Möglichkeiten für ein junges Mädel, sich dann auch irgendwie weiterzuentwickeln. Dann musste man schnell den Sprung irgendwie in die Bundesligamannschaft schaffen und die habe ich dann eben mit 16 bei Bayern München, hatte ich dann die Möglichkeit, das zu machen. Jo, dann hast du Titel gewonnen, Pokalsieger in München, hinterher in Wolfsburg noch wieder Pokalsieger und vor allen Dingen dann deutscher Meister. Ja, ne? Zeit wurde es, ja. Und hat ein bisschen gedauert. Ja,
Na gut, am Ende wurde alles gut. Vorher hast du schon als Bundesligaspielerin dann noch U19-Europameisterin, U20-Weltmeisterschaft, Dritter, glaube ich. Ne? Mhm. Also da diesen Weg genommen, wo man denkt, im Männerfußball ist das so, du machst erst das eine und dann kommt das andere und nicht quasi gleichzeitig. Ne? Ja. Also eine bewegte Geschichte. Und am Ende warst du sogar noch bei West Ham United und AC Mailand. Ja, richtig. Hast du gedacht, zum Ende mache ich noch mal... Lerne ich noch mal Italienisch. Bisschen ja. auf Juck. Ja. Dass ich mich im Restaurant besser artikulieren kann. Ich bin dann, glaube ich, mit 31 noch mal nach Mailand gegangen. Das war dann für mich irgendwie auch noch mal so ein Abschluss. Ich war dann mehr oder weniger noch nicht Sportinvalide, aber mir tat schon jede Treppe weh und jeder Schritt und jeder Bordstein, den man dann so nehmen musste. Und deswegen war das aber für mich dann noch mal, um es mir selbst zu beweisen, diese Auslandsjahre, irgendwie ein schöner Abschluss, dass man sagt, man hat seinen Körper geschunden und wollte aber dann doch noch mal was von der Welt sehen. Und Italien war dann für mich irgendwie so ein schöner Abschluss, weil man doch noch mal ein schönes Land, eine schöne Kultur, eine neue Sprache auch noch mal gelernt hat und einen sehr, sehr schönen Verein natürlich auch noch mal kennengelernt hat. Ich glaube, Paolo Maldini hat sich jedes Spiel von uns angeschaut. Allein dafür hat es sich schon gelohnt. Sag ich jetzt mal so. Ja. Und ein netter Mann, ne? Sehr netter Mann. Ja, ja. Ja, jetzt bist du Co-Trainerin in Frankfurt. Ja. Wie ist der Vergleich für dich jetzt, Frauenfußball? Die Entwicklung ist natürlich sehr positiv, aber ist es schon weit genug? Muss da noch mehr passieren? Wie siehst du das? Ja, muss aus meiner Sicht natürlich viel mehr passieren, viel schneller und am besten mit viel mehr finanzieller Power. Aber klar ist auch, dass der Frauenfußball nach wie vor nicht auf dem Punkt ist, dass er sich selbst trägt. Also es ist im Moment... Man sieht es ja jetzt mittlerweile auch, die Lizenzvereine, die Großmannschaften mit erfolgreichen Frauenmannschaften quersubventionieren quasi den Frauenfußball nach wie vor. Und es ist immer noch eine große Hürde, eine große Herausforderung, Stadien zu füllen. Mit Frauen-Bundesligaspielen, mit Frauen-Länderspielen aber auch. Und ich glaube, die Turniere auch zuletzt haben gezeigt, dass es einen unheimlichen internationalen Boom gibt im Frauenfußball. Und ich bin mittlerweile in einer Nachwuchsrolle. Gleichzeitig versuchen wir auch den Nachwuchs bei Eintracht Frankfurt aufzubauen, wo man wirklich einfach schafft, junge Mädels einen Rahmen zu geben, eine Infrastruktur, wo sie Fußball spielen können. Wo sie vielleicht nicht 1:1 wie in einem NLZ, wenn ich mir das anschaue, da denke ich mir auch mal, ich würde am liebsten alles mitnehmen und den Mädels auch genauso die Türen öffnen. Aber es ist nach wie vor anders. Es ist ein ganz anderer Bereich, es ist eine ganz andere Professionalität da. Aber es braucht Strukturen, es braucht auch gute Leute, die die Lust auch haben und die Leidenschaft, sich dafür ja, den Kopf tagtäglich zu zerbrechen und sich auch dafür herzugeben und die Zeit natürlich auch zu investieren. Und das mache ich jetzt bei der Eintracht. Und hoffentlich springt es auf den einen oder anderen Verein über. Schalke macht mittlerweile Mädchenfußball. Die Feinde gegenüber auch. Ich glaube, das kann sich auch so ein bisschen, kann natürlich auch einen kleinen Puzzle- oder Domino-Effekt haben, dass man sagt, okay, und der eine Stein bringt den anderen zum Anstoß und auch da wird es mittlerweile dann irgendwann diese Rivalität geben und das, glaube ich, beflügelt das ganze Geschäft dann einfach dahingehend, dass es immer professioneller wird und immer mehr Aufmerksamkeit auch bekommt. Aber mit so einer Begeisterung muss man Fußball machen. Das hat mir auch so muss man. So muss man, das habe ich auch gerade gesagt. Genau das. Ja. Ich meine, du bist ja sehr nah an Schalke hier dran. Also, dass sowas braucht man. Man spürt das, ja. Ja, da kommt etwas. Und da geht es nicht nur ums Geld, sondern da merkt man, da will jemand was erreichen. Ganz steht toll, etwas du, ja? an erster großes Stelle. Großes Kompliment. Ja. Toll. Haben auch alle gut zugehört. Toll. Bei Wattenscheid 09 gab es da mal außer... Alle zwei Wochen einer von der Watz beim Training. Gab es da irgendjemand anders? Ja, hat gar keiner gemerkt, wie wir aufgestiegen sind in der Bundesliga. So ungefähr. Aber ich sag mal, zu dem Zeitpunkt war Normalität. Und für mich ist es natürlich, ich verstehe die Spieler heute ein bisschen, der auch selbst gespielt hat, dass die können nicht mehr normal leben in der Freiheit. Wir hier in Schalke, wir wussten nach dem Spiel, wo gehen wir hin abends, wo kommen wir. Das gibt bei den Spielern nicht mehr. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Medien daran schuld sind, sondern unsere neuen Techniken, die wir haben, etc. alles. Aber die persönliche Schiene in einem Geschäft, die gibt es nicht mehr. Ja, es hat sich ja
entwickelt, unter anderem mit den bösen Jungs vom Privatfernsehen. Ja, ne? Mit mir eigentlich, ja, ganz ehrlich. Du bist einer, der, du machst immer so einen auf die Basis und so, ja, ne? Aber im Prinzip bist du einer der Treiber. Julia schaut mich auch gerade fragend an, was hat das wohl zu bedeuten? Julia, ich muss dir erzählen, ich war einer der Ersten, der Privatfernsehen gemacht hat, 1984 bei RTL. Und wir sind dann irgendwann mal 1986 auf die Idee gekommen, boah, wie wäre das wohl, wenn wir Bundesliga hätten. Und damals gab es ja noch keine DFL. Und da hat mich mein Sender nach Frankfurt geschickt. Da gab es den Herrn Straub, der war der Generalsekretär des DFBs. Und da bin ich hingefahren. Und du musst dazu wissen, ich sah aus wie Jimi Hendrix. Hast du eine Idee? Okay. Ja, so sah ich aus. Doch, ja. Und ich kam bei dem Herrn, großer Musiker, ich kam rein bei dem Herrn Straub und der bekam erstmal einen Schreck, also dass er mir überhaupt einen Termin gegeben hat. Und dann habe ich gesagt, ich komme von RTL und ich würde gerne, wenn es geht, irgendwie die Bundesliga kaufen. Und da hat er mich natürlich etwas erstaunt angeguckt und hat gesagt, junger Mann, bevor wir uns weiter unterhalten können, wir brauchen eine Bankbürgschaft über 40 Millionen Mark. Das ist eine lächerliche Summe heutzutage. Wenn Sie die hier vorlegen können, dann können wir über alles Weitere reden. Und das war damals so. Dann habe ich unseren Generalsekretär von der CLT, von Radio Luxemburg oder RTL Plus angerufen und habe gesagt, ich brauche eine Bankbürgschaft. Ich bin der Uli aus Schalke und wir brauchen mal eine. dann hat er gesagt, um welche Summe geht es denn? Ich sage, ja, so, der DFB fragt so nach 40 Millionen Mark. Und es war unfassbar. Dann haben wir mit der Banque de International du Luxembourg gesprochen, oder er hat das gemacht, und keine Stunde später lag, damals gab es Faxgeräte, ein Fax vor und die Bankbürgschaft, 40 Millionen Mark. Und von diesem Augenblick an konnten wir dann darüber verhandeln, ob RTL die Bundesliga-Rechte bekommt. Und dann ist das alles noch ein bisschen anders gelaufen, dann wurde doch eine Agentur gegründet, nämlich die UFA. Aber wir haben es dann tatsächlich geschafft, 1987 die Bundesliga exklusiv, zum Teil jedenfalls, an RTL zu binden. Und ich war der arme Tropf, der als Erster das moderieren musste. Und das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Das Publikum war natürlich entsetzt, weil wir machten eine Bundesliga-Sendung am Samstagabend, unvorstellbar, 4,5 Stunden. Und es war natürlich Werbung dabei, was die Leute nicht kannten. Und es war ein bisschen showmäßig, das kannten die Leute alle nicht. Und die waren erstmal ziemlich entsetzt über die Art und Weise, wie wir das gemacht haben. Günter Netzer war wunderbarerweise mein Partner, große Hilfe. Aber es war ein richtiges Abenteuer. Und so habe ich also dafür gesorgt, dass die Bundesliga mehr Geld bekommen hat. Und alles, was danach kam, habe ich nicht zu verantworten. Jetzt muss ich aber eins mal sagen, was auch viele, viele Leute gar nicht ahnen. Es hat im Grunde genommen bis heute kein Fernsehsender jemals mit Fußball Geld verdient. Keiner, wohlgemerkt. Das ist immer ein Fantasiegeschäft gewesen. Oder aber man hat gesagt, es ist wichtig fürs Image, für Marktanteile. Aber direkt Geld verdient hat niemand bisher damit. Keiner. Und es wird auch schwer werden in der Zukunft. Jetzt ist es ja wieder soweit, dass die Rechte ausgeschrieben werden. Und das entscheidet sich auch in den nächsten Tagen. Und ich habe hier eine exklusive Meldung für euch. Ich habe die Rechte privat gekauft. Ja. Läuft jetzt bei Proto TV. Ja. Schlimme Vorstellung. Schade, dass du nichts verdienst. Ne? Ja, aber ich sage doch, Fantasie ist doch viel wichtiger. Ja. Nee, aber es ist wirklich wahr. Verdient hat damit niemand gut. Wer dadurch verdient hat und partizipiert hat, das ist natürlich eindeutig so. Das sind die Spieler, das sind die Manager, das ist so. Natürlich sind die, müssen wir ja nicht darüber diskutieren, da sind die Summen explodiert. Aber die Sender selber, du kannst es bestätigen, haben im Grunde genommen nie damit Geld verdient. Nie. Ein bisschen anders bei den Sendern, bei denen wir beide gerade tätig sind. Die haben es sehr, sehr schwer, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Und ich hoffe, sie schaffen es auch irgendwann mal. Leute beschweren sich immer, das ist sehr teuer. Aber man muss wirklich wissen, dass die beiden Anbieter kein Geld verdienen. Das ist so. Defizitäre Unternehmen. Ahnt keiner. Und ich glaube, wenn man nach England geht, da hat ja Sky lange Jahre die Exklusivrechte an der Premier League gehabt, da kostete ein Abo im Monat fast 100 englische Pfund. Und es gab 7 Millionen Abonnenten und die Engländer waren bereit, dafür zu bezahlen. In Deutschland ist es immer noch sehr schwierig. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich gehe ja bald in Rente, aber für dich wird das alles gut werden. Aber ich will auch noch mal deutlich machen, was sich da verändert hat, Julia. Als wir das erste Mal ein Bundesligaspiel hatten, 1. FC Köln gegen Bayer Uerdingen. Was schätzt du, wie viele Zuschauer waren
im Müngersdorfer Stadion, live dabei. Erstes Spiel, Bundesliga-Saison, Köln gegen Uerdingen. Was meinst du? Wie viele Zuschauer? Das kann nicht richtig falsch liegen. Wir reden jetzt über 87. Ja? 87? Ja. 25.000. 25.000. Hättest du eine Idee, wie viele da waren? 8.000. Und wenn wir ehrlich sind, hier bei unserem Lieblingsverein waren im Schnitt auch nur 25.000, 26.000 Zuschauer. Mehr waren das damals nicht. Und das hat sich natürlich alles geändert durch, ja, ich sag mal, den Unsinn, den wir da veranstaltet haben. Plötzlich war Fußball transparenter, es war ein bisschen mehr Show dabei. Die Menschen rückten in den Mittelpunkt auf die eine oder andere Art und Weise. Aber das, was Hannes gerade gesagt hat, ist auch richtig. Die Spieler haben natürlich viel Geld bekommen, viel mehr Geld bekommen, aber sie haben dadurch natürlich auch etwas abgegeben, nämlich viel Privatleben und das, was früher möglich war, war dann irgendwann definitiv nicht mehr möglich, aber auch wegen Handys etc. Ich kann mich nur so, weil ich ja mich um solche Sachen nie kümmern musste als Spielertrainer oder so, aber ich kann mich immer an die Diskussionen erinnern, wo die Parteien gesagt haben, privates Fernsehen, Fußball live, nein, um Himmels Willen, die Stadien werden danach immer leer sein, das macht keinen Spaß für die Spieler. Alle haben gewarnt, gewarnt, gewarnt und genau das Gegenteil ist eingetreten. Ja, und das war auch meine Prognose gewesen. Ich gebe noch ein Beispiel, du wirst dich auch daran erinnern. Es gab früher, gibt es auch heute noch, die wunderbaren Hörfunkkonferenzen, die ich immer noch heiß und innig liebe. Und diese Kollegen sind für mich das Allergrößte, die da arbeiten. Und Helmut Grashoff, seines Zeichens Manager von Borussia Mönchengladbach, der damals zu Kurt Brumme, dir sagt das was, gesagt, so, in der ersten Halbzeit dürft ihr im Radio nicht mehr live berichten, weil das kostet uns Zuschauer. Und es ist, wie du richtig sagst, alles komplett anders gekommen. Mhm. Man kann es bejammern, aber es ist so, die elektronischen Medien haben sehr geholfen, dass der Fußball unfassbar populär geworden ist, noch viel populärer als vorher. Was mich jetzt manchmal ärgert ist, wenn ich arbeite ja immer noch bei Sky und bin da am Wochenende, sagen wir mal jetzt letztes Wochenende, wo war ich? Bochum gegen Heidenheim. Und das ist jetzt so, dass du 10 Minuten vor Schluss fast so etwas wie beim Finanzamt einen Zettel ausfüllen musst. Da musst du draufschreiben, ich will gleich nach Spielschluss den und den interviewen. Und wenn du Glück hast, kriegst du den, aber auch nur, wenn du Glück hast, du weißt das auch, manchmal auch nicht. Und früher war es so, also als wir anfingen, da durften wir einfach auf den Platz gehen und uns die Spieler greifen und Interviews machen. Und jetzt kommt das Perfide eigentlich. Für die nächste Ausschreibung sagt, so habe ich gehört, die DFL, das dürft ihr wieder, aber ihr müsst mehr dafür bezahlen. Schon eine sehr merkwürdige Angelegenheit, finde ich. Aber so ist das. Aber sowas habe ich alles mitgemacht und ich habe es gerne mitgemacht. Habe lustige Geschichten erlebt, traurige Geschichten erlebt. Aber das macht den Fußball ja auch aus. Also Gott sei Dank, dass es so ist. Also auch gerade hier mit meinem Heimatverein, was ich da alles erlebt habe. Also das ist ja unglaublich. Ich habe zum Beispiel mit dem Sonnenkönig damals sehr viel Freude gehabt. Also da habe ich wirklich Freude gehabt. Man soll ihn nicht verurteilen. Der hat es immer gut gemeint. Wirklich immer gut. Und der hat wirklich, man weiß es ja auch, sein letztes Hemd am Ende dafür gegeben. Also ich würde über Herrn Eichberg, auch wenn er vieles falsch gemacht hat, nicht sehr viel Negatives erzählen. Das wäre grundlegend verkehrt. Und als Schalke 85 Jahre alt wurde, ich habe das gerade dieser Tage wieder gefunden, haben wir eine Videokassette gemacht. 85 Jahre Schalke. Gucken wir, und jetzt sind wir ein ganzes Stück weit weiter. Und geht es uns besser? Du denkst lange nach. Nein, ich überlege nur, wie ich es dir freundlich sage. Ja, sag es mir freundlich. Ja. Sag es mir freundlich. Weil natürlich sind wir finanziell wieder ganz hinten dran, so wie wir auch nach Günther Eichbergs Ära total im Eimer waren. Stimmt. Dass wir da die Lizenz gekriegt haben, war wirklich nur der Fakt, weil es Schalke 04 war und nicht irgendwie ein kleinerer Verein. Hast du recht. Weil der Kollege ja alle Leute ausgehalten hat und immer gesagt hat, hier alle Kosten in die Marketinggesellschaft und ich bezahle das dann. Ja, du hast gerade das letzte Hemd gesagt, und der hatte gar nicht so viele letzte Hemden. Ja, die hatte nämlich, das Geld hatte nämlich die Gräfin, ja. Ne? Christa Paas, und nicht er. Und deshalb war das von vornherein zum Scheitern verurteilt und deshalb war ich da jetzt nicht ganz so gelassen wie du bei dem, was der Kollege da veranstaltet hat. Du hast ja recht, aber ich sag mal, er hat es im Grunde genommen wirklich für Schalke gemacht. Dass er es nicht richtig gemacht hat, brauchen wir nicht drüber reden. Aber er war so. Und der aber Hannes, was du angesprochen hast damals, ne, also A, auf der einen Seite gab es diese Handys noch nicht, B, war aber auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis da zwischen den Journalisten und
Das war auch deshalb da, weil ihr genau gucken konntet, was machen die denn aus dem, was ich ihm erzähle. Mhm. Weil es gab ja nur eine Zeitung oder vielleicht zwei vor Ort. Ne? Und keine Privatfernseher, die irgendwie beim Training zugucken, aus jeder Kleinigkeit einen Elefanten machten. Es war ja so, dass du wirklich, jeder hatte die Privatnummer. Gab keine Handys, also musstest du zu Hause anrufen. Ne? Ich habe mehr mit deiner Frau gesprochen als mit dir. Weil du warst immer auf der Trapelbahn. Ja. Ach so, ja, ja. Lass mich ja gleich mal nach Hause kommen. Ja. Hinterfrag das mal. Ja. Du hast es da besser, ja, weil du nur direkt am Spiel arbeitest. Ne? Eine Geschichte, die ich mir inzwischen auch angewöhnt habe. Nicht mehr diese Vorberichterstattung, Nachberichterstattung. Da wird so viel Quatsch erzählt und aufgebauscht und so weiter. Nimm das Spiel, da weißt du, was du gesehen hast. Darüber kann man diskutieren. Da hat man was Handfestes. Ne? Und dann schauen wir mal. Jetzt stehst du also samstags beim Topspiel neben Lothar Matthäus. Du hast ja Glück, du bist auch Fränkin. Das heißt, du verstehst ihn sogar. Und ja? Er mich. Bei uns manchmal auch eher dich. Bei uns manchmal schwierig. Am besten fand ich immer, wie der Caligiuri ausgesprochen hat. Ich glaube, der hat 7 verschiedene Arten, Caligiuri zu sagen, ne? Als er noch bei Schalke war. Egal. Auf jeden Fall, wie kommst du da zu Wort? Ich meine, den Lothar kannst du ja nach der Uhrzeit fragen, dann dauert es 3 Minuten. Ja, ich kneife ihn immer unten recht fest und dann nutze ich kurz den Slot, wo er einatmet. Ja. Also ich wurde heute tatsächlich auch erst gefragt, wie das eigentlich am Anfang war, also wie wir so zusammenkamen. Für alle, die es nicht wissen, ich mache das jetzt die 2. Saison. Letzte Saison gab es dann eingangs ein Gespräch, da haben wir uns vorgestellt in einer größeren Runde, da war Wolf Fuß dabei und Sebastian Hellmann und quasi die ganze Topspiel-Crew, die dann eben an einem Samstagnachmittag dann auch zusammenkommt. Und dann hat Lothar mich, glaube ich, 10 Sekunden sprechen hören und dann fand er mich eigentlich schon sympathisch, weil ich das eher genauso gerollt habe wie er. Und dann sage ich immer, wir sind auch noch auf Augenhöhe, das sieht er anders, aber es ist nach wie vor eine wöchentliche Diskussion, weil wenn ich rüberschaue, dann sehe ich seine Augen und wenn ich zu Sebastian schaue, dann habe ich immer einen steifen Nacken und dann sage ich doch, Lothar, wir sind ungefähr gleich groß und das findet er. Seht ihr anders. Auf jeden Fall haben wir uns da, glaube ich, ganz gut arrangiert. Und sicherlich war das auch neu. Es war für Sky, glaube ich, auch so ein Weg in eine neue Zeit, dass man sagt, man hat jetzt auch die ganzen diversen Diskussionen, auch eine Frau am Tisch und eine neue Perspektive dadurch. Und natürlich weniger Redezeit für die Hauptprotagonisten. Und ich glaube schon, dass das am Anfang nicht so leicht war, dass da jeder auch so auf seine Redezeit kommt und auch seinen Input geben kann. Und ich glaube, wir haben uns ganz gut eingespielt. Das ist sicherlich auch die Kunst, das gut zu moderieren. Und dann hat man meistens ja noch einen Gast am Tisch, der dann auch nochmal mitspricht. Und genau, ich, genauso wie Lothar, wir sind ja nicht in der fragenden Rolle, wir sind eher in der einordnenden. Aber ich glaube, was wir Fußballfans ja auch alle haben wollen, ist, dass jemand auch mal was anderes sagt. Außer, wie fandst du das Spiel und wie schätzen Sie das Spiel ein und den Spieler und das Ergebnis, sondern dass man auch mal sagt, ja, was machen die Emotionen, was passiert hinter den Kulissen, weil man es ja nicht mehr so ungefiltert bekommen kann. Wie ist auch der Mensch? Ich glaube, das ist mir immer sehr wichtig. Wir hatten 1987, als wir die Bundesliga-Rechte erworben haben, immer am Freitagabend auch eine Sendung und da hatten wir nach dem Spiel immer ein Elfmeterschießen. Da durfte ein, ich sag mal, 10-jähriger Junge gegen einen Bundesliga-Torwart Elfmeterschießen. Und Olli war damals Ersatztorwart beim Karlsruher SC. Und der bekam dann seinen Auftritt bei diesem Elfmeterschießen. Tritt also ein 10-Jähriger gegen Oliver Kahn an, den aber damals noch so richtig keiner kannte. Und der schießt jetzt 5 Elfmeter und das sollte für die Kinderkasse, Jugendkasse pro verwandelten Elfmeter 100 Mark geben. Und Oliver Kahn will gewinnen. Er hat alle 5 gehalten, ja. Der kleine Junge hat geweint, bitterlich. Aber und dann habe ich wirklich, und da schließt sich ein Kreis und das macht so viel klar über Oliver Kahn. Nachdem er damals in Valencia Elfmetertöter war und dieses riesen Endspiel gemacht hat, da war ich auf dem Balkon gewesen, weil ich da für RTL berichtet habe und habe ihn dann auch noch mal vor laufender Kamera gefragt, Oliver, können Sie sich daran erinnern, als wir uns das erste Mal getroffen haben, haben Sie gegen einen 10-Jährigen 5 Elfmeter gehalten, der hat geweint. Warum haben Sie eigentlich die 5 Elfmeter damals gehalten? Und was sagt er? Lass mir doch von einem 10-Jährigen nicht die Bude vollhauen. Ja, das ist aber... Ja, aber hat er wenigstens die 500 rausgelegt danach? Ja, und die habe ich dann genommen, ja. Nein, nein, aber ich will damit nur deutlich machen, das ist so ein bisschen sein Charakter. Ja. Auch gar nicht so schlimm. Ja. Schöne Geschichten am Rande. Jo, ja, Hannes,
hat sich ja auch das Vokabular total geändert heute, ne? Ich meine, früher kamst du mit, ja, ein bisschen mehr Gras fressen durch und heute musst du von den abkickenden Sechsern und der Boxbesetzung sprechen, oder? Ja, also wenn ich manche Kollegen in letzter Zeit oder je nachdem, von wo sie kommen, und man kennt sie ja dann, wie sie sich äußern. Meine, wir haben ja damals dann den Auftritt von Ralf Rangnick im Sportstudio. Das war ja auch eine Geschichte. Ich sage immer, wir haben gerade darüber gesprochen. Ich habe als Erster die Viererkette einfach spielen lassen, obwohl ich gar nicht hundertprozentig wusste, weil ich es nur als Spieler am eigenen Leibe erlebt habe, was das am Platz bedeutet. Ja, da haben wir Viererkette gespielt, da wussten einige Trainer gar nicht, was wir da spielen. Ne? Das haben wir nachher so ein bisschen kundgetan, dass das toll war und für die Entwicklung gut. Und wie gesagt, aber was einige dann, ich glaube auch viele Spieler, wenn die das so weitergeben an ihre Spieler, dass die das nicht verstehen. Ja, ich liebe ja Schienenspieler, weil ich denke immer, die arbeiten nebenbei bei der Bundesbahn. Ja, das ist so, Schienen, ja, genau. Würde ja nie zum Spiel kommen. Ja, hast du recht. Ja. Aber es gibt so ein paar, ja. Ich habe neulich mit Winnie Schäfer darüber diskutiert, der hat auch gesagt, ich blick da manchmal nicht mehr durch. Nichts gegen das Moderne. Ja, Veränderung doch. Muss sein. Ja. Aber es wird auch manchmal übertrieben. Ja. Viel übertrieben, sagst du. Gut. Fußball ist nach wie vor ein ganz einfaches Spiel. Erstaunlicherweise. Ganz einfach. Ja, so einfach ist es ja auch nicht. Doch. Ne? Ja, du hast diesen Ball, der ist schon schwer genug. Ja, ja. Dann hast du Mitspieler und dann kommt auch noch der Gegenspieler dazu. Ist ja besser, wenn einige den Ball gar nicht haben. Ja. Da brauchen sich keine Gedanken machen. Da sind ein paar dabei. Geh nicht schief. Du hast ja komplett recht. Ich bin bei ihm. Ist 100%. Ja, aber es wurde ja, das gab über eine gewisse Zeit dann so eine Verwissenschaftlichung des Fußballs. Ne? Meinst du, da steckt nichts hinter? Das ist, mit Sicherheit. Wenn ich heute Trainer sehe, wie die ein Spiel aufarbeiten können gegenüber der Zeit von meiner Wenigkeit, da warst du zu Hause am Abend schon am Überlegen, morgen früh vielleicht die Besprechung oder wann machst du die Besprechung und alles. Heute die Trainer haben das gar nicht mehr nötig, die kriegen das aufgearbeitet, die kriegen das geliefert. Die besprechen sich vielleicht noch mit ihren. Also wir kennen ja den Spruch vom Mannschaftsfoto. Guck mal, Mannschaftsfoto, war Charlie drauf, der Präsident, ein Masseur und dann war gut. Aber heute musst du ja zwei Mannschaftsfotos machen. Einmal vom Staff und einmal von der Mannschaft, die all drumherum sind. Das hat sich so entwickelt. Und ich glaube, es gibt viele Kollegen, die das Alter haben wie ich, die schütteln nur mit dem Kopf und sagen, warum oder weshalb. Aber man muss es so nehmen. Und der Fußball ist einfach und ist schön. Leverkusen ist für mich im Moment das beste Beispiel, wie man etwas erreichen kann durch ja, ganz geschickte Arbeit von einem Trainer. Uli, alter Schlagersänger. Das für eine haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Nee. Ich wollte noch mal zurück, weil bei dir haben wir den Werdegang bis auf dieses, ich habe den Profifußball versaut mit dem Privatfernsehen. Ich habe ihn nicht versaut. Privatfernsehen? Nein, zwinker, zwinker. Hast du ja jede Menge andere Sachen gemacht. Das ist ja unfassbar, was du nebenbei noch alles gemacht hast. Voll Jugendautor, Pferdefreund, Schlagersänger und. Ja, aber darüber wollte ich heute Abend wirklich nicht reden. Also, ja. Aber wenn du es schon sagst. Aber die Reaktion. Ja, wenn du es schon ansprichst. Ja, ich war 18. Ich habe damals bei Radio Luxemburg gearbeitet, war der wichtigste Radiosender Europas. Wirklich, ich habe da Musiksendungen gemacht. Und irgendwann kam einer rein ins Studio und sagte, du siehst aus wie Mark Bohlen, kennst du jetzt auch nicht. Das war der Leadsänger von T-Rex. Und der hat dann gesagt, ach komm, wir machen mal eine Schallplatte mit dir. Und dann habe ich wirklich gesungen oder was man so für singen hält. Und ich muss dir sagen, das waren sehr, sehr anspruchsvolle Texte. Deswegen hat das nicht funktioniert. Also ein Titel hieß zum Beispiel, Lauf nicht wie ein Hase vor der Liebe weg. Ja, also. Und ein anderer, ich kann an keinem Girl vorübergehen. Also sehr, sehr kritische Texte. Künstlername natürlich nicht Potowski, sondern Nein. Uli Mario. Also ich verrate das gerne. Wer heute Abend nach Hause kommt, darf gerne auf YouTube gehen, darf das eingeben, Uli Mario. Da kommt das tatsächlich.
Und ich garantiere jedem, der das macht, dass er heute Nacht nicht mehr ruhig schlafen kann. Ob das aus Entsetzen ist oder aus anderen Gründen, überlasse ich Ihnen. Ja, aber ist so. Schön. Was man alles so gemacht hat. Ja, ich habe verschiedene Dinge gemacht. Ich habe alles gerne gemacht und ich schäme mich auch nicht dafür, auch wenn man damit mal veräppelt wird. Gar kein Problem, darfst du. Nur weiter so. Ja. Wie kommt der Junge aus Gelsenkirchen-Schalke mit dem Vater, der Bergmann war, zu Frank Elstner nach Radio Luxemburg? Das ist ja kurios, da kommen wir wieder auf Charlie Neumann eigentlich zurück, weil ich habe gelernt hier in Gelsenkirchen Koch, und zwar auf Schloss Horst. Und da war auch Charlie manchmal und die Gisela war da, das war meine Chefin, und da wurde viel miteinander gesprochen. Und ich wollte aber diesen Beruf nicht, wie soll ich sagen, ein Leben lang, weil da musste man richtig arbeiten und das war nichts für mich. Und da habe ich beschlossen, als ich 18 war, ich würde gerne Musiksendungen moderieren. Ich hatte aber, jetzt musst du das wissen, alles unvorstellbar, ich hatte nur 8 Jahre Volksschule. Das heißt, kein Englisch gelernt, keine Fremdsprache, gab es damals nicht. Und das Einzige, was ich so konnte, mit 18, so mühsam, Sie hören jetzt Dave D'Dozy, Beaky Mick and Titch und Hold Tight, sowas konnte ich, ja. Oder Simon and Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Ich wusste gar nicht, was das bedeutete. Und dann habe ich mich, aber getraut bei Frank Elstner, der war damals der Chef von Radio Luxemburg, da habe ich 6 oder 7 Mal angerufen und wurde immer abgewiesen. Und beim 8. Mal oder ähnlich war dann Frank am Telefon. Und ich sagte ihm, ich würde gerne bei ihm arbeiten. Und da sagte er, was haben Sie gelernt? Koch. Daraufhin sagte er, wir haben schon gute Köche bei uns in der Kantine. Nein, habe ich gesagt, ich würde gerne Radiosendungen machen. Und dann hat Frank etwas ganz Tolles gemacht. Er hat nämlich gesagt, wissen Sie was, junger Mann, Sie waren jetzt so mutig, haben so oft angerufen. Die Chance, dass wir Sie nehmen, ist 1 zu 10.000. Aber kommen Sie mal zu mir nach Luxemburg. Dann bin ich nach Luxemburg gefahren und dann hat Frank wirklich, das ist wie für einen jungen Fußballer ein Traum gewesen, Bundesliga. Da wir testen jetzt mal, ob Sie das können. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Moderator der Sendung Autofahrer unterwegs, 100 Kilometer Stau, alle Leute hören Sie. Unterhalten Sie die Leute mal 5 Minuten ab jetzt, aber Sie dürfen nichts über sich selber erzählen, das ist schwer. Nächste Aufgabe, wir wollen mal gucken, ob Sie ein bisschen Allgemeinwissen haben. Jetzt kommt zu Ihnen ins Studio der Präsident der Deutschen Bundesbank. Ich wusste mit 18 nichts über die Deutsche Bundesbank. Da kam ein Kollege rein, der spielte das und ich habe dann saudoofe Fragen gestellt, so nach dem Motto, wenn Sie jetzt mal 10.000 Mark mit nach Hause nehmen, würde das auffallen? Oder wenn Sie Ihre Ehefrau auf einen 50-Mark-Schein drucken lassen würden, dürften Sie das? Also saudoofe Fragen. Aber ich habe gefragt. Nächste Aufgabe war, Helmut Schön kommt jetzt zu Ihnen, wieder gespielt von einem Kollegen, Fußball kannte ich mich einigermaßen aus, das ging und dann sagte er so, und jetzt, das war damals so üblich, da haben die Künstler ihre Schallplatten neu vorgestellt und jetzt kommt zu Ihnen ins Studio ein Künstler, der hat eine neue Platte, die heißt Der Teufel hat den Schnaps gemacht und ich dachte, jetzt kommt wieder ein Kollege rein und die Tür geht auf und Udo Jürgens kommt rein. Hui, da war ich natürlich erregt innerlich, ja. Und dann, und jetzt kommt, ja, ist fast ein bisschen traurig, dieser Titel, Der Teufel hat den Schnaps gemacht, ist überhaupt kein dummes Lied, sondern es geht um den Missbrauch von Alkohol. Und du hast es gerade so schön gesagt, mein Vater war Bergmann hier in Gelsenkirchen, Wilhelmine Victoria, und er kam jeden zweiten Tag betrunken nach Hause, weil das so üblich war. Ich habe auch Verständnis dafür. Können wir uns alle gar nicht mehr vorstellen, Bergmann zu sein, unter Tage zu arbeiten, hochzukommen, nach 8 Stunden das Licht wiederzusehen. Das war für die ein Geschenk und dann sind die saufen gegangen. Aber es war schlecht für unsere Familie und dann habe ich beschlossen, ich hole ihn jeden Tag mit dem Fahrrad vom Werkstor ab, Wilhelmine Victoria. Das habe ich 3 oder 4 Jahre gemacht zwischen meinem 11. und 13. Lebensjahr und er hat keinen Alkohol mehr getrunken. Und ich habe damals beschlossen, ich werde in meinem Leben nie einen Tropfen Alkohol trinken. Und das wiederum konnte ich dann mit Udo Jürgens schön besprechen. Ganz toller Mensch, ich habe ihn 100 Mal noch danach getroffen. Und nach all diesen Aufgaben, die ich da zu bewerkstelligen hatte, das war ein sehr schöner Moment und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, da sagte dann der Frank zu mir, wann können Sie anfangen? Mhm. Und seitdem bin ich in den Medien, 54 Jahre. So, jetzt weißt du das auch. Ja. Sehr schön. Tolle Geschichte. Und jetzt kommen wir mal zu den Fragen, die ihr eingereicht habt und wo diese ganz wunderbar passt. Die geht nämlich an dich. Wie fühlt man sich wieder hier zu Hause zu sein? Und kriegst du Heimweh? Ich bin also ab und zu noch hier. Und ich sage das, ich habe ja in den verschiedensten Ländern dieser Welt gearbeitet und gewohnt. Ich habe in Italien gewohnt.
in Vipiteno, ein sehr schöner Ort. Da habe ich Radio machen dürfen vor über 40 Jahren. Und ich war in Luxemburg, ich war monatelang in Melbourne, ich war sehr, sehr oft in London. Ich kenne also die ganze Welt. Und überall, wo ich war, und das ist das Irre, fand man irgendjemanden, der was über Schalke wusste. Ich bin immer wieder gerne hier, auch wenn mir diese Stadt ein bisschen wehtut, weil ich manchmal denke, wir könnten mehr Unterstützung vertragen für diese Stadt und für die Menschen, die hier wohnen, die hätten es verdient. Noch eine Frage, vielleicht an alle sogar oder auf jeden Fall an dich. Wie sehen Sie die Entwicklung rund um den Verein Schalke? Jetzt könnten wir da einen eigenen Abend drum machen. Ja, also wirklich, ja. Versuchen, einigermaßen kurz zu halten. Ich und ohne, dass man weinen muss. Ich möchte nicht anfangen. Ich überlasse es mal. Weggeschoben. Julia. Nee, ich sage auch was, keine Angst. Ja, ich muss sagen, meine Beziehung zu Schalke ist eigentlich erst in der letzten Saison entstanden, als ich hier vier oder fünf Topspiele machen durfte. Ja, Schalke hatte ständig Topspiele. Und ich bin unheimlich gerne hierher gekommen, weil ich glaube, man macht ja heutzutage dann auch immer ein Video und postet das dann immer auf seinen Social-Media-Kanälen. Es war auch immer unfassbar, dann im Nachhinein immer diese Videos, die Emotionen zu sehen. Und da war ich echt positiv überrascht. Und immer, wenn mich jemand gefragt hat, was so meine Lieblingsstadien jetzt mittlerweile sind, muss ich echt sagen, das war immer so das Stadion, wo ich so überrascht war von den Emotionen. Klar, du hast dann diese Hallen, diesen Schall irgendwie, wo du gefühlt bei einem Konzert irgendwie auch so ein bisschen bist, aber so Schalke hat, glaube ich, fast jedes Topspiel, ich glaube, keins gewonnen, bei denen ich da war und eins, glaube ich, auch unentschieden gespielt und die restlichen verloren. Und trotzdem war die Stimmung, ich erinnere mich immer noch nach dem Schlusspfiff, stehen wir da ein paar Minuten und fangen noch die Emotionen ein und da stehen wir einfach nur und beobachten und wir haben immer, sogar Lothar stand da immer und hat noch gefilmt, weil wir einfach so überrascht waren und positiv eigentlich auch begeistert waren, wie die Fans die Spieler getragen haben. In einer Zeit, wo man sicherlich davor gab es ein paar unschöne Szenen im Jahr vorher und dann ist man eben aufgestiegen und der Verein sich gefühlt so ein bisschen berappelt hat, jetzt aus der Ferne betrachtet und auf einigermaßen stabile Beine gestellt hat und die Fans mit der Mannschaft wieder einen Schluss gefunden haben und einen Zusammenschluss. Und da dachte ich echt, wow, das hat jedes Mal Spaß gemacht, nach Schalke zu kommen, in die Arena zu kommen. Hannes, schaffen wir es und was muss dann kommen als nächster Schritt? Also ich war ja jetzt beim letzten Spiel gegen Nürnberg auch da und man hat gesehen, wie sie sich schwer tun. Man hat einen Unterschied gesehen in spielerischer Qualität mit Nürnberg. Die Jungs, die haben einige sehr gute junge Spieler drin und die Belastung, die unsere Mannschaft hier hat, die ist enorm groß. Und ich bin 100% überzeugt, weil sie mit der Stahlkraft hier Stadion die Klasse halten werden und gut halten werden. Und dann muss hier in Schalke der Hebel mal rumgelegt werden, Vergangenheit hinter sich lassen und nur noch die Zukunft sehen. Dann hast du eine Chance, nach vorne zu kommen. Ja? Da gehören Leute zu, die natürlich wissen, was sie tun und die dann auch wieder den Verein, bin ich fest von überzeugt, es ist nur eine Frage der Zeit, dorthin bringen, wo er normal auch hingehört. Der gehört auf der Landkarte ganz nach oben, ich meine nicht den Norden, sondern hier bleiben, aber sonst nach oben, was Fußball betrifft. Und das kann man mit dem ganzen Drum und Dran, kann man gut schaffen. Ja, ich muss sagen, dass ich bin ja auch Journalist erstaunlicherweise, ich gehe immer sehr kritisch mit den Dingen um und das, was hier in der letzten Zeit passiert ist, hat mir nicht so sonderlich gut gefallen, weder fußballerisch noch inhaltlich, was so im Umfeld passiert ist. Ich will den neuen Leuten auch eine Chance geben. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie da gearbeitet wird, wissen wir glaube ich alle nicht so ganz genau. Ich habe das Gefühl, man bemüht sich. Schalke hat irgendwann so eine Phase gehabt, weil ich ja mit vielen Menschen spreche, wo ich gemerkt, also ich sage ein Beispiel, und das ist kein schönes Beispiel, aber ich sage es so, wie es ist. Ich bin sehr viel bei Kindern, weil ich Lesungen mache in Schulen, bundesweit, überall. Und wenn ich da erzählt habe, dass ich Schalke-Fan bin, ich habe da selten gutes Feedback gehabt.
Ja, Kinder wollen gewinnen, das ist klar. Und Schalke hat so viel nicht gewonnen in letzter Zeit. Aber man hatte oft das Gefühl, wir sind neureich. Und das ist keine schöne Attitüde, finde ich. Das hatte Schalke eine Zeit lang. Ich weiß auch nicht, wann es anfing, wann die Stellschrauben falsch gestellt wurden. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen ein bisschen darüber geärgert, obwohl ich gar nicht weiß, was da dran ist, dass da erzählt wurde, es gibt eine Prämie von 400.000 Euro, wenn sie so und so viele Punkte aus 3 Spielen holen. Ich habe mich gefragt, wenn ich in meiner Firma, in meinem Beruf Mist baue und es geht uns schlecht, dass mir dann noch einer zusätzlich Geld gibt, damit ich das wieder rette. Das kam mir sehr komisch vor. Da habe ich kein gutes Gefühl mit gehabt. Aber insgesamt bin ich natürlich bei Hannes. Es ist ein Verein, der ein besonderer Verein ist, ohne Wenn und Aber. Ich wünsche mir, dass die Menschen hier friedlich auch mit ihrem Verein umgehen. Ich lese das nicht gerne in einschlägigen Foren, so wenn die Mannschaft nicht funktioniert, auf dem Stadionring werden wir sehen. Das finde ich ganz schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Das gehört nicht nach Schalke, das gehört in überhaupt keinen Fußballverein. Und das ist etwas, was ich nicht lesen will. Was ich gerne möchte ist, und das habe ich gerade, glaube ich, schon mehrfach zum Ausdruck gebracht, ein Herz und eine Seele für Schalke zu haben, das ist nicht einfach. Aber gerade deshalb ist es so schön, Schalker zu sein. Und wir müssen in der Gemeinsamkeit mit dem Vorstand, mit einem Trainer, mit den Spielern, ja im wahrsten Sinne des Wortes, eine Einheit bilden. Und das gibt es in unserem Vereinslied so schön und so klar. Da heißt es, dann wird der FC Schalke niemals untergehen. Und so ist es auch. Ja, vielen Dank. Hat riesig Spaß gemacht. Ich glaube, Julia, es werden alle, die hier waren, werden demnächst sogar freiwillig Samstagabend das Spiel der Woche in der ersten Liga. Ja, weil die interessiert doch keinen, die erste Liga. Naja. Ne? Aber wegen dir werden sie es gucken. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Hannes, ganz toll, dass du bei uns warst. Damit haben wir ja quasi dein 50-Jähriges auf Schalke gefeiert. Ja. Ne? Fast, ja. Jetzt die 2 Monate kriegen wir auch noch oben. Ne? Ja, komm. Okay. In 50 Jahren sind 2 Monate, ja. So. Ne? Toll. Ja, und Uli, wir machen demnächst irgendwann nochmal einen Abend ganz alleine mit dir oder so eine Serie, so von Montag bis Samstag, oder wie machen wir das? Da ist ja noch ein bisschen was liegen geblieben, habe ich den Eindruck. Es ist sehr gefährlich, mit mir lange zu sprechen, weil Julia, ich habe Dinge gemacht, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Beispielsweise gab es einmal eine Fernsehserie bei RTL, die trug den fantastischen Titel Das geheime Leben der Spielerfrau. Und das war großartig. Da habe ich auch eine Rolle gespielt, als Spielerfrau. Ja. Nicht als Nein, nicht als Reporter, sonst nichts. Ja, davon hat der Mann ungefähr 1 Trillion Geschichten auf Lager. Ja. Und am 14.06. gibt es dann den 6. und letzten EM-Stammtisch. Ja, das Jahr ist so schnell umgegangen. Dann ist das an der Fanzone im Nordsternpark, Cloud 7, da sind wir zu Gast und besorgt euch die Karten, wenn es sie gibt. Bis dahin, tschüss und Glück auf. Danke.